Hallo meine lieben Grillfreunde, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Grillcoach Gerrit. Heute eines meiner Leibspeisen und zwar Kassa mit Sauerkraut. Und das machen wir als All-in-One-Pot-Gericht, natürlich im Dutch Oven. Hat meine Mutter mich damals gefragt, was möchten wir am Sonntag essen? Kam ganz spontan oft bei mir, Kassa mit Sauerkraut. Ich liebe es einfach. Ich zeige euch heute natürlich nicht die Version von meiner Mutter aus der Küche. Ich zeige euch heute meine Version aus dem Dutch Oven. Und was wir dafür alles an Zutaten benötigen, das zeige ich euch jetzt hier gleich auf dem Brett. Für meinen One-Pot Kassler Sauerkraut Kartoffeln braucht man natürlich erstmal Kassler. Ich habe hier einen Kassler Nacken, den habe ich hier, nachdem ich die Knochen entfernt habe, hier so in schöne, mundgerechte Würfel geschnitten. Dann brauchen wir natürlich auch Sauerkraut. An Kartoffeln habe ich hier Pellkartoffeln, die sind so 10 Minuten vorgegart. Wenn ihr das lieber mögt, macht die Schale vorher ab. Wir mögen das so. Dann Zwiebel. An Gewürzen habe ich hier einmal Lorbeerblätter und Wacholderbeeren. Dann brauchen wir noch Brühe, ein bisschen Öl zum Anbraten und als weitere Gewürze habe ich hier ein grobes Meersalz von Stay Spiced sowie der passende bunte Pfeffer dazu. Und im nächsten Schritt kümmern wir uns erstmal um den Dutch Oven. Wie ihr das bereits an den Mengen von den Zutaten erahnen konntet, ist das hier nur eine Portion für 2-3 Personen. Dafür nehmen wir jetzt auch nur den FT4.5 von der Firma Petromax und zünden werde ich den in meinem neuen mobilen Grill. Und zwar den Klappo. Habt ihr gesehen, wie schnell der aufzubauen geht? Steht wie eine 1. Wenn ihr ein bisschen mehr zum Klappo sehen wollt, hier vorne in dem Video, guckt euch das mal an. Da habe ich den mal getestet. Ganz interessante Sache, erhältlich bei der Grillshow im Online-Shop. So, ich werde jetzt hier auch die Kohle drauf zünden und dann sehen wir uns gleich wieder. Keine 10 Minuten später ist meine Kohle schon schön durchgeglüht und die verteile ich jetzt einfach mal hier in dem Klappo. Wie ihr seht, so viel brauchen wir gar nicht. Ich habe noch so ein paar Reste Kohle mit drin. Verteilen wir uns die Kohle hier und dann setzen wir uns mal den Dutch Oven drauf. Den Klappo könnt ihr übrigens auch ohne Füße hier drin nutzen, mit dem Pfannenknecht oder dem Barbecue-Kreuz. Das passt nämlich auch hier drauf. So, den lassen wir mal kurz erhitzen. Ein bisschen Öl noch mit rein. So, das Öl müsste jetzt heiß sein. Und dann geben wir jetzt erstmal zum leichten Anbraten die Kasslerstückchen rein. Immer mal ordentlich verteilen, dass wir möglichst auch viele Seiten erwischen, um die mal ein bisschen anzubräunen. Wenn ihr mehr Kassler nutzt, bratet das bitte portionsweise an. Das Kassler lässt Wasser und ihr wollt das ja anbraten und nicht ankochen. Der Kassler ist jetzt leicht angebrutzelt. Das muss gar nicht zu doll sein. Ein paar Röstaromen und den nehmen wir jetzt wieder raus. So sieht er dann aus. Dann nehmen wir uns die Zwiebeln und gehen die mit rein. Die Zwiebeln braten wir uns auch nur so ein bisschen glasig an, weil die gesamte Garphase gar nicht so lange sein wird. Kassler ist schon gar, Sauerkraut ist gar, die Kartoffeln sind vorgegart. Wir wollen ja nachher nicht Zwiebeln haben, die noch ein bisschen erkennbar sind und Biss haben. Die sollen einfach nur so ein bisschen Geschmack und Süße mitbringen. Ein bisschen Öl geben wir noch hinzu. Die Zwiebeln sind jetzt leicht glasig, das reicht mir so schon. Jetzt nehme ich mir einen Teil von der Brühe, noch nicht alles, und lösche einfach nur mal ein bisschen ab. Ich weiß nicht, ob man sehen kann. Das wird jetzt schön braun. Wir lösen nämlich jetzt erstmal ordentlich die Röstaromen wieder. Leute, das ist der Geschmack. Und nun beginnen wir den Dutch Oven einmal zu füllen. Ich nehme den hier mal raus, weil wir brauchen jetzt gar nicht mehr so viele Hitze. Ich habe jetzt hier die Schicht Zwiebeln, die verteile ich so ein bisschen. Die bildet auch so ein bisschen eine Schutzschicht unten. Neben dem Geschmack natürlich.
Und dann kommt da erstmal eine ordentliche Spur Sauerkraut verteilt drauf. So ungefähr die Hälfte. Nun etwa die Hälfte von dem Fleisch. Die Kartoffeln, die verteile ich jetzt komplett. Jetzt kommt auch noch mal das restliche Fleisch drauf. Das könnte man auch gleich zusammen machen, aber ich wollte es so ein bisschen in die Kartoffeln reinmachen. So, sie füllen jetzt im Endeffekt noch mal die Lücken von den Kartoffeln. Ein Lorbeerblatt, das stecken wir damit rein. Und die Hälfte von meinen Wacholderbeeren. So, nun kommt der restliche Sauerkraut drüber oder das restliche Sauerkraut. Das sollte oben dann alles ein bisschen abdecken. Mein zweites Lorbeerblatt stecken wir mit rein. Und die restlichen Wacholderbeeren. So, jetzt brauchen wir gar nicht mehr so viel Hitze von unten. Jetzt soll das Ganze ein bisschen verteilt sein. Dafür nehme ich mir jetzt einfach mal ein bisschen Kohle hier raus. Stellen den Dutch Oven wieder rauf. Ich verteile noch mal die restliche Brühe rein. Da müssen wir mal gucken, ob wir noch ein bisschen mehr brauchen. Das müssen wir ein bisschen im Auge behalten. Kohleverteilung, Hälfte ungefähr unten, Hälfte oben, gar nicht so viel, 160, 180 Grad, mehr brauchen wir gar nicht. Also jeweils 5 Stück oben, unten müsste ungefähr so passen. Beobachten wir mal. Dann eine halbe Stunde gucken wir nochmal rein, wie das mit der Flüssigkeit ist. Wenn es nicht ausreicht, wenn unten gar nichts mehr ist, weil wir werden das Ganze nach einer halben Stunde auch mal ein bisschen verteilen, gehen wir nochmal, ja, einen guten Schluck von der Brühe rüber. 30 Minuten später, wir wollen nochmal reingucken. Huiuiui, das dampft schon. Meine Brille ist gleich ganz beschlagen. Schauen wir mal nach, wie das so mit der Flüssigkeit aussieht. Da kann noch ein bisschen mehr. Da gehen wir noch mal ein bisschen rüber. Ja, das sieht gut aus, Leute. Deckel wieder drauf. Und dann braucht das Ganze jetzt vielleicht noch mal so 20 Minuten. Und dann probieren wir mal. Ah, Freunde, ich noch mal, was man nicht alles im Kopf hat, muss man in den Füßen haben. Wir wollten doch auch mal umrühren und das Ganze noch mal ein bisschen würzen mit Pfeffer. Und dann schauen wir mal, ob wir das mit den Gabeln hinkriegen. Das passt. Ein bisschen Pfeffer. Salz brauchen wir nicht, denke ich. Durch die Brühe und der Kassa haben wir da, glaube ich, genug. Noch mal ordentlich verteilen das Ganze. So, Freunde, wenn ich jetzt nichts vergessen habe, sehen wir uns in 20 Minuten wieder. 15 Minuten später, mein Kassler Sauerkraut Kartoffeln All-in-One-Pot, der ist fertig. Und dann schauen wir auch mal nach, wie es geworden ist. Oh. Freunde, das sieht schon vielversprechend aus. Ich schiebe mir das Ganze mal ein Stück rüber. Flüssigkeit ist sehr gut. Und dann machen wir uns mal ein Tellerchen. Natürlich erstmal ein bisschen Sauerkraut. Kartoffeln dürfen auch nicht fehlen. Ein bisschen Fleisch. Und dann werden wir mal probieren. Mein All-in-One-Pot Kassler Sauerkraut Kartoffeln. Fangen wir erst mit dem Sauerkraut an. Sauerkraut. War ja ein fertiges, aber schöne Würze von dem Fleisch. Dann einmal ein Stück vom Fleisch. Leute, richtig super zart. Also das kann man so zerdrücken. Also richtig super. Ja, dann probieren wir noch mal die Kartoffeln, ob die auch gar sind. Top. Das waren jetzt vorwiegend mehlig kochende Kartoffeln, ideal dafür. Wie gesagt, unten ist noch ein bisschen Soße. Wenn ihr da ein bisschen mehr haben wollt, macht noch ein bisschen mehr Brühe rein. Vielleicht ein bisschen eindicken mit Speisestärke oder mit Mehl. Uns reicht das jetzt so. Das Ganze kann man auch super nochmal wieder aufwärmen. Wir werden jetzt essen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Hier vorne
blende ich euch nochmal meine Playlist mit Dutch Oven Gerichten ein, weil jetzt ist ja die Zeit für Dutch Oven. Schaut da mal rein, da gefällt euch sicher was. Macht mal was nach, lasst mir wissen, wie es schmeckt. Und dann sehen wir uns, Leute, nächste Woche Mittwoch, wenn es wieder heißt, Mittwoch ist Grillcoach Gerrit-Tag.